Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich nehme dich heute mit durchs Schlafzimmer und zwar das Ganze mal so gründlich. Von oben bis unten wird hier heute geputzt, aufgeräumt und ausgemistet. Dafür nehme ich hier erstmal alles raus. Wir räumen und putzen vor den Schränken, aber auch hinter den Schränken wird mal gründlich sauber gemacht und ich kann dir schon mal eins sagen, was ich hier heute so gefunden habe. Oh wei, oh wei. Da war doch einiges auch an Dreck mit dabei. Bevor wir jetzt mal so richtig loslegen und starten, hier kurz einmal der Rundumblick, wie es noch davor aussieht. Und ja, eigentlich gar nicht so sehr unordentlich es geht, aber schaut mal hier um die Ecke. Ich sag's euch, da hat sich so einiges angesammelt. Das habe ich schon peu à peu immer mal wieder ausgemistet. Beziehungsweise hier sind alte Decken, auch das müssen wir angehen und einmal gründlich aufräumen. Ja, so, ich mache jetzt erstmal mir ein bisschen frischen Duft rein. Auch das liebe ich einfach, da bin ich gleich viel, viel motivierter und das macht richtig, richtig gute Laune. Danach geht es erstmal kurz ans Bett. Das habe ich heute mal außen vor gelassen, aber auch das müssen wir unbedingt mal angehen. So eine Tiefenreinigung hier mal vornehmen und vielleicht auch mal die Milben rausholen. Habe ich wirklich noch nie gemacht. Falls ihr da Empfehlungen habt, bitte gerne her damit. Ich habe schon bei dem einen oder anderen gesehen, dass es da so wirklich gute Geräte gibt, die da eigentlich viel, viel Power haben. Und ich muss mal schauen, falls ihr da irgendeinen Tipp habt, bitte gerne her damit. Ah, diese Matratze. Das hat doch einige gewundert, was das für ein Ding ist. Also, das ist eine Matratze. Ja, bei uns ist es so, dass öfters mal ein Kind da schläft und gerade wenn es krank ist oder einfach auch so. Ich meine, jetzt sind hier Ferien. Oh Gott, ich freue mich so. Am Anfang, ne? Da freue ich mich noch, aber später dann nicht mehr. Ja, da bin ich irgendwie echt, die letzte Woche bin ich wirklich froh, dass es nur noch eine Woche ist. Es ist jedes Mal dasselbe, aber am Anfang freue ich mich sehr. Und da hat immer mal jemand bei uns schläft und ich finde das persönlich sogar auch schön. Mein Mann nicht, wie das halt so ist. Naja, jeder mag es oder naja, für jeden ist es anders. Der eine mag es, der andere nicht. Und das ist auch völlig okay. So, bevor wir jetzt hier richtig starten, geht es erstmal ran ans Saugen. Ich habe jetzt hier unten begonnen, da waren so ein paar Krümel und deswegen habe ich gedacht, ah ja, wenn ich einmal sauge, dann sauge ich richtig. Ich habe es auch schon angekündigt. Wir gehen heute auch mal hinter die Schränke. Und ich sage es euch, es ist so gut, das tut unglaublich gut, das lohnt sich. Der Putzeimer wird hier schon mal hochgeholt, denn wir gehen heute richtig ran an den Speck, sozusagen, naja, nee, an den Dreck. Ran an den Dreck. Es wird wirklich gründlich geputzt und ihr seht, da hat sich so einiges angesammelt. Ja, also sauber sieht anders aus. Ich habe euch wirklich einige Stellen mal genauer gezeigt. Es gab auch einige Spinnenweben, die ich hier gefunden habe, gerade wenn man die Schränke mal vorholt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich mache das nicht oft, das mache ich sehr, sehr selten. Ich würde fast sagen, vielleicht eins, zweimal im Jahr. Und ja, es hat sich sehr gelohnt und das Gefühl danach fühlt sich so toll an, wenn es aufgeräumt ist und so eine richtige Tiefenreinigung. Das machen wir durchs ganze Haus. Also ihr könnt euch schon mal freuen auf die nächsten Videos. Ich nehme euch weiterhin mit, denn ich möchte wirklich das ganze Haus mal so richtig gründlich putzen. Also es geht wirklich ganz, ganz an diese Tiefenreinigung ran und das Ganze überall in jeder Ecke, jede Ritze wird hier einmal ordentlich sauber gemacht. Aber ihr seht auch jetzt hier in dem Video, ich habe am Ende nicht alles geschafft, weil wenn man es gründlich macht, braucht es seine Zeit. Ich bin mal gespannt, wann ich in meinem Alltagschaos mit meinem ganzen Haus 160 Quadratmeter durch bin. Und gerne könnt ihr mich dabei begleiten an alle, die neu sind. Es stoßen ja immer mal wieder welche rein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich nehme euch immer wieder mit in meinem Alltag. Vor allem dreht es sich hier rund um den Haushalt, um das Putzen, um Ordnung, um Aufräumen. Ich versuche euch auch immer wieder Tipps und Tricks zu geben. Wir testen gemeinsam neue Sachen und ja, tauschen uns auch ganz viel hier unten in den Kommentaren aus. Und ich freue mich darüber sehr. Über jeden Einzelnen, auch wenn du ein stiller Zuschauer bist, das bin ich oft auch, freue ich mich, dass du da bist.
Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Die Fußleisten hatten auch schon mal bessere Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seht hier einen ganz realistischen Haushalt. Ich versuche es zumindest. Ich finde, die Kamera verschönt das oftmals. Ja, hier habe ich auch mal was gefunden hinter dem Schrank, also hinter meinem Schreibtisch. Ich wollte den erst verkaufen. Jetzt habe ich aber festgestellt, auch aktuell sitze ich jetzt hier am Schreibtisch und spreche für euch drauf. Normalerweise arbeite ich oft vom Wohnzimmer aus, aber in den Ferien finde ich das doch ganz angenehm. Die Kinder können das ganze Haus nutzen und ich mache hier die Tür zu und habe hier Ruhe und kann noch parallel ein bisschen arbeiten. Ja, deswegen wird er jetzt doch erstmal bleiben. Ich schaue mal für die Zukunft, ob es sich dann noch lohnt, weil normalerweise sitze ich eigentlich im Wohnzimmer, außer in den Ferien. Muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft mache. Und hier sind schon die ersten Spinnenweben, die ich gefunden habe. Hei, hei, hei. Insgesamt habe ich für die Putzroutine 45 Minuten gebraucht. Hier auch habe ich wieder viel rausgeschnitten. Das sind immer nur die Frequenzen, wo ich wirklich rein oder rausgehe. Ganz am Ende missten wir noch gemeinsam was aus. Alte Unterlagen, die ich gefunden habe, auch interessante Sachen sind dabei, erzähle ich dir später. Und danach kommen wir dann auf 32 Minuten. Es ist unglaublich, wie viel Schnitt schon verschwindet, wenn man einfach nur das rausschneidet, wenn man raus und reingeht. So, wie gehe ich jetzt hier vor? Ich mache das immer so in großen Räumen, dass ich mir das in Zonen einteile, gerade wenn es ums Aufräumen geht. Heute sind wir ja hier jetzt bei der tiefen Reinigung und auch hier bin ich wieder in Zonen vorgegangen. Ich nehme mir immer erstmal die Bereiche, die schnell gehen. Das heißt, es sind jetzt hier, ist der Nachtschrank gewesen, der kleine bzw. zwei kleine Nachtschränke, damit ich dann schon mal einen Bereich habe, der fertig ist, der abgeschlossen ist. Wobei, begonnen haben wir ja mit dem Bett, das haben wir einmal gemacht, dann haben wir schon mal eine Riesenfläche, die ganz fertig und abgeschlossen ist, weil ich finde das unglaublich motivierend. Das tut mir so gut, ich sage es euch. Und meistens kommt dann so was ins Rollen und ich habe am Ende noch mehr Lust und es kommt noch viel mehr dazu. Ich mache noch viel mehr sauber oder räume noch mehr auf oder räume oder miste noch mehr aus. Je nachdem, man muss oftmals echt den ersten Schritt machen und dann rollt das immer schneller von alleine. Und es tut einfach sehr, sehr gut, dieses Gefühl der freien Fläche, der Ordnung. Es gibt einen so eine innerliche Ruhe. Man hat auch viel mehr Freiheit im Kopf für andere Dinge, für kreative Sachen. Also ja, mag ich sehr, sehr gerne. Ist wirklich schön. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel auch solche Schirme. Die sind von IKEA. Finde ich richtig, richtig süß, allerdings auch schwierig beim Abstauben und mir hilft das hier einfach, wenn ich da gerade mit dem Staubsauger einfach mal drüber gehe. Genauso mache ich das auch gleich mit dem Bett. Auch da kann ich einfach den Staub am besten befreien, indem ich das mit dem Staubsauger mache und diesen kleinen Aufsatz. Oh,
kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das Bett hier mit euch gemeinsam aufgebaut habe, haben ganz viele gesagt, oh wei, das ist voll der Staubfänger. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht erklären, warum. Aber es ist so wenig Staub da drauf. Wenn man das gerade regelmäßig wirklich auch absaugt, was ich doch tue, aber nicht jede Woche, also das wäre dann auch wieder gelogen, also so einmal im Monat, das ist, also ich sehe da eigentlich kaum Staub, in den Löchern nie, wenn überhaupt, dann nur ganz oben drauf und minimal. Also da würde ich fast sagen, dass meine Fußleisten deutlich staublastiger sind als wie das Bett hier oben. Also für alle, die schon mal selber drüber nachgedacht haben, ob sie sich auch sowas holen, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich finde es immer wieder schön, in das Bett einzusteigen. Es ist so gemütlich. Ich liebe auch die Bettwäsche dazu. Also ich mag es wirklich sehr. Das hat so ein richtiges Gefühl von Geborgenheit. Und ja, ich finde, es wirkt auch sehr hochwertig. Obwohl es jetzt nicht das allerteuerste war, aber ja, es ist sehr, sehr schön. Und falls du Bedenken hattest wegen dem Staub, da kann ich wirklich nur sagen, dem ist nicht so und würde das immer wieder genauso kaufen. Wobei man das auch selber machen kann, ne? Also das hatten wir auch schon mal. Mein Mann hat das früher mal selber gemacht, ja. Auch das wäre möglich. Ganz viele haben mich in letzter Zeit gefragt, wo Simba ist, und ich hatte das mal in einem Video erzählt, aber das sieht ja nicht jeder, das ist mir bewusst, und ja, der Simba ist leider nicht mehr da, den hat ein Auto erwischt, nicht hier bei uns, wir sind hier in der 30er-Zone, aber ja, der ist schon echt weit weggelaufen, wahrscheinlich war er wieder abenteuerlich am Jagen, was er sehr, sehr gerne gemacht hat. Und bei einer Überlandstraße hat ihn ein Auto erfasst und das hat uns alle sehr, sehr mitgenommen, hat uns sehr getroffen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich hatte fast am meisten zu knabbern, weil irgendwie war der für mich sehr besonders und ich habe ihn sehr, sehr gern gehabt. Und ja, jetzt haben wir aktuell nur noch unsere Nala. Aber die haben wir natürlich auch alle lieb. Und da kommt schon gleich die nächste Frage, warum wir keinen zweiten Hund holen. Ja, also Nala fühlt sich sehr, sehr gut. Ihr geht es auch sehr gut hier bei uns. Und sie hatte ja sonst auch den Simba. Die haben wirklich viel zusammen gekuschelt. Und wir haben hier in der Nachbarschaft, also wirklich in dieser Straße, ich glaube mindestens 10 Hunde gefühlt. Und ja, da hat sie ganz viele Spielkameraden und Freunde und sie versteht sich mit jedem Hund gut. Außer kräftigere Hunde, die mag sie jetzt nicht so, da hat sie doch eher Angst und zieht den Schwanz ein. Deswegen gucke ich da einfach und passe ein bisschen auf. Wenn ich einen kräftigen Hund sehe, dann sage ich das dem Besitzer und ja, dann nehmen die auch Rücksicht. Also das klappt echt ganz gut. Wenn auch du Fragen hast, dann lass das mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich schaue da immer ganz, ganz oft rein und ja, beantworte dann in den nächsten Videos die Fragen hier. Ach, habe ich gerade meine Handcreme gezeigt? Die ist so schön, weil die mag ich sehr gerne für den Abend oder für die Nacht, denn da ist Lavendel drin. Ne? Oh, Lavendel, das ist so beruhigend und das mag ich einfach zum Einschlafen. Erinnert mich das immer, so ein schönes, kuscheliges Bett, auch vor allem in dieser kalten Jahreszeit, dann so ein richtiges, dickes Federbett. Ha, das erinnert mich wirklich sehr an die Zeiten, als ich bei meiner Oma war, und es ist einfach so schön gewesen. Ganz tolle Erinnerungen habe ich da an das ganze Haus und den Garten. Und ja, deswegen finde ich auch das Schlafzimmer so wichtig im Haus. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Sag mir das gerne mal zum Thema Schlafzimmer. Das finde ich ganz wichtig, dass ich da mich richtig wohlfühle, dass es aufgeräumt ist, ordentlich und auch, dass eine gute Luft da drin ist, eine saubere Luft, auch das ist mir wichtig. I'll do anything.
Mit dem Saugen war ich ja eigentlich schon fertig, doch dann habe ich gesehen, dass da ja ganz schön viele Haare unten an den Füßen hängen. Deswegen habe ich den jetzt hier nochmal gegriffen, beziehungsweise ich werde ihn noch mehrmals brauchen, obwohl ich es gar nicht gedacht habe, denn ich finde doch mehr Staub, als ich es ja angenommen habe. Und das muss ich, also wenn das so richtig viel ist, dann sauge ich das lieber weg, als dass ich da mit dem Lappen drüber gehe. Und ich wollte es einfach schön gründlich haben und es tat auch sehr, sehr gut, das dann wirklich so richtig schön sauber gemacht zu haben. Jetzt passt mal auf, ich mache da diese Schublade auf. Da greife ich so selten rein zu diesen Taschentüchern, die brauche ich eigentlich nie. Und wie sieht es bitte da aus? Guckt euch das mal an, obwohl die zu ist, aber anscheinend nicht so richtig dicht, hat sich da so viel Staub angesammelt und ich fand es richtig eklig. Also wirklich, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ich fand es richtig, richtig eklig. Und umso mehr bin ich jetzt froh, dass ich diesen Schmutz wegmachen kann und dass das, ups, ich bin gestolpert. Hoi, hoi, hoi. Das hätte echt ein bisschen blöd ausgehen können, weil da ist ein Putzeimer. Stellt euch mal vor, ich wäre in diesen Putzeimer rein. Oh wei, ne? Solche Dinge, das mag ich gar nicht. Da habe ich nochmal richtig Glück gehabt. Aber na gut, passiert, gell? Im Haushalt passieren auch mal Unfälle. Vor allem, wenn man älter wird, ne? Da muss man echt immer auf seine eigenen Eltern mittlerweile aufpassen und sagen, hier, ne? Das machst du nicht mehr, Fenster putzt du nicht mehr, das übernehme ich. Ah, ne, gut, das ist ein anderes Thema. Ja. Ah, so, ihr Lieben, also wir sind fertig mit Saugen. Wir sind fertig mit Staubsaugen. Wir haben ja auch die ganzen Spinnenweben an der Decke, habe ich jetzt schon entfernt. Da waren auch ein paar da, sage ich euch. Ja, und jetzt geht's ans Wischen der einzelnen Zonen. Und ich habe jetzt hier begonnen bei den Nachtschränkchen, weil das einfach am schnellsten geht. Das ist die erste kleine Zone. Und dann freue ich mich, wenn das so schön schon aufgeräumt ist und schon sauber ist und alles an seinem Platz. Und ich liebe es einfach, wenn die Flächen abgewischt werden. Wer liebt das noch? Ich liebe das so sehr. Das ist so schön, eine Fläche abzuwischen, dieses Gefühl. Ha, ein Traum, ja. Und hier sind wir jetzt auch schon mit der ersten Fläche fertig. Ach, sieht das schön aus, oder? So, so toll. Jetzt habe ich den Lappen hier einmal in der Hand. Die Tür habe ich ausgelassen, die habe ich nicht geputzt, weil die mache ich doch öfters mal. Ich muss einfach die Türen bei uns regelmäßig machen, da wir zwei Kinder haben und einen Hund, der geht auch mal gern mit der Nase dran und dann bleibt das ein oder andere hängen. Aber, falls ihr das schon gesehen habt, wir haben im Schlafzimmer rund um die Fenster Holzleisten. Das war echt eine Heidenarbeit, aber wir wollten das gerne im Schlafzimmer so haben und ich finde das total schön. Es gibt so einen Landhausstil und diese Holzleisten sind lackiert und da wische ich jetzt einmal drüber und da hat sich doch einiges angesammelt an Schmutz, zeige ich euch auch gleich. Gehe natürlich gleich auch mal über die Bilderrahmen drüber, macht das nochmal gründlich sauber. Wobei dieser Bilderrahmen, das ist vielleicht für euch auch gerade nochmal so eine kleine Inspiration. Ich habe da alte Tapetenreste drin.
Also, das ist ein Stückchen, ich muss euch das echt mal ein bisschen näher zeigen. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir müssen ja noch mal ins Schlafzimmer. Ich bin ja nicht fertig geworden, weil ich das so gründlich gemacht habe. Und das ist echt schön. Ich habe auch mal in ein Bilderrahmen eine Serviette reingemacht. Auch das, wenn das eine schöne Serviette ist, sieht das ganz, ganz, ganz toll aus. Und da wurde ich nämlich am Anfang oft gefragt von meinen Freunden: Oh, was ist denn das? Das sieht aber schön aus. Wo hast denn das Bild her? Und ich sage so: Naja, das ist Tapete oder das ist eine Serviette. Die haben erst mal geguckt: So, echt? Krass? So schön? Ja. Also, vielleicht eine Inspiration für euch. Wenn ihr es gerne individuell schön haben wollt, oh guck mal hier, da hat sich ein bisschen Kleber, da musste ich dann noch mal richtig ohne Kamera schrubben, weil ich so richtig, richtig schrubben musste. Das Kamera in der Hand plus Putzlappen, das war ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt erstmal die groben ja, Putzarbeiten gemacht, hier rund um die Leisten, also die Leisten unten am Boden, die Leisten an den Fenstern und oh, das war wieder so schön, wenn das alles schön sauber ist und das denkt man gar nicht, wie viel Dreck sich da ansammelt. Guck mal, bah, also wirklich, da kommt doch mehr Dreck zusammen, als man glaubt. Ja, jetzt geht es hier ans nächste, zweite Nachtschränkchen. Die habe ich im Übrigen von IKEA, sollte ich meinen, wenn ich jetzt nicht lüge. Ich denke es. Müsst ihr noch mal gucken, ob da was draufsteht. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe es doch woanders her. Muss ich noch mal schauen, falls das jemand wissen möchte, weil ich jetzt auch oft gefragt werde. Genauso die Bettmatratze. Die kann ich euch auch verlinken. Die habe ich bei Amazon gekauft. Die ist so richtig dick und richtig bequem. Da kann auch mal ein Erwachsener drauf schlafen, die ich ganz am Anfang rausgeräumt habe. Die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Ich habe jetzt ganz oft nämlich Kommentare gelesen. Kannst du das verlinken? Kannst du das verlinken? Schreibt mir das ruhig gerne. Ich denke da manchmal gar nicht dran. Und zeig, oh, guck mal hier. Boah, das ist so eklig. Entschuldigung. Aber ich habe mich so erschrocken. Ich dachte so, meine Güte, steht da hinten an der Ecke und dann so viele Haare. Wahrscheinlich halt eben auch von der Nala, ne? Obwohl die nicht bei uns im Schlafzimmer schläft. Aber da hat sich echt einiges angesammelt, ja. Da war ich kurz davor, auch diese Noppen, wie heißen die? Diese Füßchen da, die man draufklebt aus Filz. Da war ich kurz davor, die komplett auszutauschen. Aber ich war dann doch mit dem Ergebnis recht zufrieden, aber ich glaube, ich werde sie mal irgendwann austauschen. Ja. Und jetzt sieht es doch viel, viel besser aus, oder? Oh, echt schön. Richtig, richtig toll. Ich freue mich so sehr. Die zweite kleine Ecke ist schon fertig. Ich weiß jetzt, also so ist das bei mir dann auch im Kopf. Ich denke mir dann, okay, ich mache jetzt noch den Schreibtisch und danach habe ich noch ein bisschen zu wischen bei der Kommode und ganz am Ende sortiere ich die Dinge nochmal in dem Schreibtisch aus und dann bin ich fertig. Also so teile ich mir das alles schon im Kopf ein in diese verschiedenen Zonen. Jetzt mache ich hier nochmal die Lampe ein bisschen sauber und auch da hat sich einiges an Staub angesammelt in der Lampe direkt. Mache ich natürlich auf jeden Fall immer, wenn der Stecker draußen ist, ganz, ganz wichtig. Da muss man wirklich aufpassen, sonst kann doch der ein oder andere Unfall passieren. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. Und die zweite Zone ist hiermit auch geschafft und es sieht doch toll aus, oder? So kann man doch dann wieder ins Bett steigen, ganz gemütlich. An alle, die bis hierhin geschaut haben, ich möchte mich nochmal wirklich herzlich bedanken. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen, so viele
Herzchen habe ich bekommen. Also ich habe mich wirklich so riesig gefreut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich mir das durchlese und beantworte oder eben ein Herzchen zurückgebe. Ich habe auch ganz, ganz viele Daumen nach oben bekommen. Habe gedacht, oh Mensch, bald schaffen wir 400. Vielleicht schaffen wir das in diesem Video, bin ich mal gespannt. 400 Daumen nach oben, vielleicht schaffen wir das. Das wäre echt, da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Bin ich sehr gespannt. Ich nehme mir jetzt hier die kleine Kommode vor. Dort habe ich ein paar Handtücher, weil unten nicht alles reinpasst. Ich habe Bettwäsche, wobei ich könnte da auch noch mal ausmisten. Ja, da muss ich auch noch mal reingucken. Da können wir auch noch mal ausmisten. Seht ihr, den habe ich dann gar nicht mehr gemacht. Den machen wir beim nächsten Mal. Und hier drauf habe ich dann immer noch meinen Luftreiniger. Oh, das finde ich immer so toll. Da habe ich auch noch mal so einen schönen, frischen Duft. Das mag ich sehr, sehr gerne. Mache ich jeden Morgen. Das ist so eine richtige Routine, so ein Ritual. Und ich fühle mich danach so gut. Und dann lasse ich dieses Schlafzimmer auf, also die Schlafzimmertür. Und das riecht im ganzen Haus. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Das ist so richtig. Ich weiß danach, ich habe die Betten gemacht, ich habe natürlich erstmal richtig durchgelüftet. Das ist meine zweite Lüftung sozusagen, also ich lüfte ein zweites Mal durch. Da drin ist auch ein HEPA-Filter und das ist echt mega, mega gut. Und oh, dann rieche ich das auch unten und es fühlt sich einfach so schön an, weil ich weiß, es ist jetzt Ordnung hier überall. Ne? Das ist so eine Routine, die liebe ich wirklich sehr. I crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. Und auch diese Zone ist abgeschlossen. Sieht das nicht schön aus? Oh. Es ist alles wieder an seinem Platz. Ja, jetzt hier kommt nochmal Chaos. Guck mal hier. Also da, oh, da war Staub wieder. Yes, ich sag's euch. Eieiei, hat sich da wieder was angesammelt, weil ich diesen Arbeitsplatz halt eben nur in den Ferien nutze. Ich muss mal überlegen, wie ich das vielleicht in Zukunft mache, ob der wegkommt oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Muss ich nochmal echt ein bisschen drüber nachdenken, abwarten. Aktuell nutze ich ihn ja wieder. Ich habe jetzt hier erstmal wieder alles rausgeholt. Ne? So gehe ich immer vor, wenn ich was ausmisten möchte, aussortieren möchte, heißt es einmal alles raus. Dann geht es ran an den Lappen. Ich zeige euch auch den Lappen am Ende. Es ist erschreckend, wie viel Staub sich da angesammelt hat. Ich muss aber auch sagen, dass es einfach wirklich schön ist, wenn man dann sieht, dass es alles sauber ist, der Dreck da jetzt im Lappen ist und es ist auch motivierend, vor allem wenn es fertig ist. Guck mal hier, da ist echt schon einiges an Staub, was ich sehr gerne nass auswische, weil wenn man das trocken so hin und her schleudert, dann ja, verteilt sich das doch wieder nur im Raum und sobald Ruhe eintritt, dann setzt sich das wieder ab und ihr habt einfach viel länger Ruhe, wenn man das gerade einmal nass wegwischt und parallel ist auch mein Eimer immer da, da tunke ich das immer wieder rein und dann ist das im Wasser. Kam auch schon mal vor, dass ich wirklich zwischendurch das Wasser wechseln musste, wenn es einfach dreckig ist. So, der ist jetzt geschafft und frei und sauber, kommt wieder zurück an seinen Platz. Den finde ich sehr schön, den habe ich im Übrigen, den Schreibtisch von IKEA mal, der ist richtig toll. Ich mag ihn sehr, gerade wenn man vielleicht einen kleinen Raum hat. Hier ein kurzer Blick mal in die Dinge, die ich gefunden habe, die hier nicht hergehören. Ein Zopfgummi habe ich gefunden, ein Stecker für ein Ladekabel. Also ja, da taucht dann auch immer mal wieder was auf, was man vielleicht schon mal vermisst hat. Für mich geht es jetzt hier nochmal ran ans Ausmisten. Ja, ich habe hier noch ein paar Parfüme, die ich gerne testen wollte. Da suche ich mir jetzt auch gleich nochmal was raus. Ich mache das immer nach und nach, gebe euch da ja auch immer meine Rückmeldung, nehme euch da mit. Und habe ich mir jetzt noch mal hier ein paar rausgesucht. Dann habe ich auch noch alte Unterlagen. Ah, da ging ja mein Herz kurz auf. Da habe ich wirklich, ich bin ja Duftberaterin und habe noch einen zweiten YouTube-Kanal, Rebeccas Duftwelt. Und da habe ich alte Kataloge gefunden. Ich bin jetzt mittlerweile seit 4 Jahren Duftberaterin. Oh mein Gott, und ich liebe das so sehr.
Also ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass ich das immer noch so liebe, weil das ist ja ein Direktvertrieb und ich mag ja überhaupt keinen Direktvertrieb. Ich hasse das wirklich. Aber das kann ich echt mal vielleicht dort ein Video drehen und euch da mal mitnehmen, wie da so meine Einstellung ist und warum ich aber bei Sensi halt eben bin. Ihr Lieben, wir haben es geschafft. Guckt mal, wie schön sieht denn bitte das Schlafzimmer jetzt aus. Schaut mal. Oh Gott, ich finde es traumhaft schön. Ich hoffe, euch hat das lange Video gefallen. Ich hoffe, es konnte dich entspannen, motivieren, je nachdem, wofür du das nimmst. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar von euch. Würde mich an der Stelle verabschieden, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns entweder hier im nächsten Video oder auf meinem zweiten YouTube-Kanal Rebeccas Duftwelt. Tschüss! What's it like?